Gewalt und Mobbing auf dem Pausenplatz. Unter diesem Titel haben die Reformierte und die katholische Kirche aus den beiden Basel im reformierten Zentrum Mischeli eine Diskussionsabend für Betroffene, ältere Fachleute und weitere Interessierte durchgeführt. Wie ist die Situation diesbezüglich in Rheinach? Mobbing vor allem ist sicher ein Thema. Ich erlebe es natürlich auch mit meinem Schwerpunkt aus der Freizeit, aus dem Jugendcafé Paradiso. Es ist eine neuere Möglichkeit, um systematisch mit Absicht Einzelne auszugrenzen. Und das passiert, das ist zum Teil ein Spiel, zum Teil wird es böser und systematischer, und dann reden wir eben vom Mobbing, wenn es so absichtsvoll dahinter ist, zielgesteuert und immer wieder. Und das ist schon ein Thema. Ich denke, es gilt hier sehr, sehr wachsam zu sein. Das ist das, was ich jetzt im Freizeitbereich mache. Also da gilt für mich totale Nulltoleranz. Wir bekommen natürlich lange nicht alles mit. Aber wenn wir etwas mitbekommen, dann sind wir angehalten, wirklich zu intervenieren. Das Problem hat sich gemäss Experten in den letzten Jahren entschärft. Es gibt heute eindeutig weniger Gewaltvorfälle. Es gibt eindeutig weniger Mobbing an Schulen als vor 10 Jahren. Und die Wahrnehmung ist aber anders. Also so wie sie auch weniger Kriminalität und weniger Hauseinbrüche und weniger Armut gibt. Aber die Wahrnehmung der Leute ist eben anders. Ja. Darum ist es wichtig, dass wenn es Gewaltvorfälle gibt, dass man genau anschaut, was ist bei uns passiert, auf unserem Pausenplatz. Und dann versucht, das zu verstehen und die Betroffenen miteinander ins Gespräch zu bringen. Nein, insgesamt hat Gewalt stark abgenommen die letzten 10 Jahre. Und welches sind die wichtigsten Tipps für Betroffene und das Umfeld, wenn jemand Opfer wird von Gewalt oder Mobbing? Nicht wegschauen und reagieren. Und wenn das Kind sagt, Mami, ich sage dir etwas, aber du darfst es niemandem sagen, dann heisst es eigentlich, Mami oder Papi, ich brauche Hilfe. Und das heisst, immer wenn ein Kind oder ein Jugendlicher der Eltern oder dem Götti oder der Lehrerin etwas erzählt und sagt, du darfst es aber niemandem sagen, dann müssen die Erwachsenen ein Netzwerk aufspannen gegen Gewalt und gegen Mobbing. Und das kann je nachdem bedeuten, der Lehrerin anrufen, wenn es der Sohn oder die Tochter nicht weiss. Oder der anderen Mutter oder dem anderen Vater anrufen und zusammenarbeiten und zusammen reden und Gewalt oder das Mobbing ansprechen. Das ist eigentlich der wichtigste Schritt. Also nicht wegschauen, nicht weglassen und reagieren. Und reagieren heisst, in Kontakt treten, Gewalt beschreiben und schauen, wie man es entspannen oder lösen oder abbauen. Reagieren können immer grundsätzlich alle. Zentral wichtig ist, dass reagiert wird. Aber es hat immer Ursachen für Gewalt und für Spannungen und für Fremdenfindlichkeit und was auch immer das denn das Gewaltphänomen ist. Und dann kann man das beschreiben und untersuchen und schauen, was gibt es für Schritte, um es zu lösen. Vielfältig schöne Skulpturen aus Stein sind ab dem Freitag, 8. November, im Rahmen einer Ausstellung in der Galerie vom Heimatmuseum an der Kirchgasse zu sehen. Ausgestellt werden diverse Werke von der 87-jährigen Künstlerin Heidi Preis aus Birsfelden. Die Vernissage findet am Freitag zu oben, 8. November, ab der 6:30 statt. Nachher ist die Ausstellung bis am 24. November immer Samstag, Sonntag, jeweils von 2 bis 5 am Nachmittag, am Dienstag zu oben jeweils von 7 bis 9 und im Rahmen von der Galerienacht am Samstag zu oben, 16. November, bis Mitternacht offen. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 10. November zwischen 11 und 1 steigt im neuen Theater Dornach in der Nähe vom Bahnhof Dornach-Allesheim die dritte Ausgabe vom sogenannten Gipfeltreffen, wo sich interessante, spannende Leute zu unterhaltsamen Gesprächen treffen. Ab der 10:30 stehen gratis Kaffee und Gipfel bereit und befragt werden dann ab den 11 die Minenräumerin Katrin Staufer aus Blauen, der Musiker Bo Katzmann und der Matthias Hubeli, Geschäftsführer vom Eidgenössischen Schwingfest, das 2022 in Baselbiet stattfindet.
Der Eintritt ist frei, es empfiehlt sich, rechtzeitig vor Ort zu sein. Platzreservationen sind möglich und erwünscht.